Hallo und guten Morgen. Hashtag wir retten Ostern. Heute am Samstag starten wir unsere Aktion. Bis Ostersonntag werde ich euch begleiten, um euch ein schönes anderes Osterfest zu bereiten. Wir können ja leider keinen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Wir können unsere Verwandten, Oma und Opa, unsere Freunde nicht treffen. Wir können nicht zusammen rausgehen, um das schöne Frühlingswetter zu genießen. Tja, das hört sich erstmal ganz schön traurig an, aber es gibt ja Möglichkeiten, mit dem Internet doch miteinander verbunden zu sein und auch mit der Post. Denn heute gibt es die Idee, eine Box zu packen. Die können wir dann an Oma und Opa schicken oder an unsere Freunde und da können schöne Dinge drin sein. Vielleicht eine kleine Süßigkeit, die derjenige gerne mag oder ihr geht spazieren heute Nachmittag und sucht einen schönen Stein aus, den man gut bemalen kann. Und dann schreibt ihr vielleicht einen kleinen Spruch darauf oder ihr sucht euch einen Psalm aus der Bibel aus und schreibt den darauf. Natürlich ein bisschen abgekürzt, so viel Platz ist ja meistens nicht auf dem Stein. Und natürlich geht ihr raus, um einen Buchsbaum zu suchen, damit ihr auch einen Palmstock machen könnt. Dazu habe ich euch Ideen in die Links gesteckt und ich habe leider nur noch so ein ganz vertrocknetes Stück Buchsbaum und hoffe, dass ich hier am Niederrhein auch etwas finden werde. Ich habe gestern schon gepostet, dass aus dem Sauerland tatsächlich jemand ins Rheinland Buchsbaum geschickt hat. Bei uns hat ja fast alles der Zünsler gefressen. Außerdem gibt es ein Rezept für wilde Hefe, damit ihr, wenn ihr das jetzt angesetzt habt, auch am Ostersonntag einen schönen Hefezopf auf dem Tisch haben werdet. Es gibt ja fast nirgendwo mehr Trockenhefe, aber wir können das auch alleine hinbekommen. Und ich habe euch außerdem noch, was habe ich noch gemacht? Irgendwas Schönes habe ich noch gemacht. Genau, ihr könnt noch eine Karte für die Osterbox gestalten oder ein Bild ausdrucken, zum Beispiel einen wunderbaren Regenbogen, den Oma und Opa sich dann ans Fenster hängen können. Das machen ja jetzt in ganz Europa ganz, ganz viele Menschen als Zeichen der Hoffnung. Und der Regenbogen ist ja auch ein ganz altes Zeichen, dass Gott uns nicht verlassen wird. Und da glauben wir ja wirklich ganz fest dran und darauf hoffen wir auch. Und auch wenn uns diese Zeit jetzt ein bisschen Angst und Sorge bereitet, Hashtag wir retten Ostern, wir sind für euch da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Tage gestaltet, was es für schöne Aktionen gibt und freut euch auf heute Nachmittag, denn da gibt es ein PDF, das einen kleinen Familienhausgottesdienst beschreibt, den ihr dann am Palmsonntag zusammen feiern könnt. Dazu aber später mehr. Macht's gut!